Hallo und herzlich willkommen bei der Küchenhexe. Einen schnellen, einfachen Ribisselkuchen aus der Kastenform machen wir uns heute. Ganz eine einfache Sandmasse und ich dazu, wir starten gleich, aber zuerst noch die Zutatenliste. Wir beginnen natürlich mit der Sandmasse, die Eier im Ganzen in die Rührschüssel schlagen und mit dem Zucker einfach schön schaumig rühren. Wenn die Eierzuckermasse so richtig schön schaumig aufgeschlagen ist, richtig an Volumen gewonnen hat, dann werden wir uns das Öl und die Zitronensästen und den Zitronensaft da dazugeben. Jetzt habe ich zuerst die Zitrone und das Öl geben wir dann während dem Rühren dazu. Saft von einer ganzen Zitrone. Und wie gesagt, das Öl einfach langsam einrühren. Wenn wir dann alles schön eingerührt haben, ist wieder ein bisschen flüssiger, aber trotzdem noch sehr schön schaumig. Da geben wir jetzt unsere weiß geriebenen Mandeln dazu. Mehl und Backpulver. Und das Ganze rühre ich jetzt nur mehr mit dem Kochlöffel oder mit dem Gummimambo unter. Das genügt eigentlich völlig. Einfach bis die Masse schön glatt ist, dass keine Klumpen drin sind. Und dann können wir das Ganze schon in eine Kastenform abfüllen. Die Kastenform kann man sich natürlich gut einfetten und mit Mehl bestauben. Oder auch mit Mandeln. Ich habe da ganz gern immer meinen Backpapiertrick. So hat man jetzt eine ganz schöne glatte Masse. Meinen Backpapiertrick, die Form einfach kalt ausspülen, Backpapier unterm Wasser einmal gut ausdrücken, dann lässt sie sich schön formen in die Form hinein. Ja, und jetzt Moment, jetzt hätten wir bald das Wichtigste vergessen, unsere Ribiseln natürlich. Also unsere Ribiseln, die habe ich in eine Schüssel gegeben und da geben wir einfach 2 Esslöffel Mehl dazu. Und das rühren wir gut unter, damit die Ribiseln einfach jede mit Mehl schön umhüllt ist, dass sie einen schönen Mantel haben. Und erst dann geben wir die in unsere feine Sandmasse hinein. Das macht man halt deshalb, dass sie nicht auf den Boden sinken, die Beeren. Das macht man übrigens bei allen Früchten so, die man gerne im Kuchen dann verteilt haben möchte. Jetzt geben wir das da dazu. Vorsicht, dass wir das überschüssige Mehl nicht dazugeben. Da passt man ein bisschen auf. Und jetzt heben wir das einfach unter. Ganz vorsichtig unterheben. Nicht zu lange rühren und dann ab in unsere vorbereitete Form. Der Kuchen ist wirklich einfach und schnell gemacht. Das Backrohr haben wir uns natürlich schon vorgeheizt auf Ober-Unterhitze und zwar 160 Grad und der darf eine Stunde im Backrohr bleiben, weil er ist ja doch recht groß. Dieser Kuchen und deshalb bei niedrigerer Temperatur natürlich, dann wird er auch nicht so dunkel. Ich stelle mir jetzt ein 10 Minuten beim Timer und nach 10 Minuten werden wir uns da in der Mitte so einen Schnitt durchmachen, dann sollte er halt weniger aufreißen, also der geht dann wieder ein bisschen auseinander, er wird nicht so riesenbuckelig, ein bisschen Buckel kriegt er schon, aber nicht so stark. Also
in 10 Minuten einschneiden und dann weitere 40, 50 Minuten. Wir haben ja eine Stunde drin. Und dann sehen wir uns wieder. Bis später. Unser Riebisselkuchen ist jetzt fertig. Ich habe ihn noch ca. 10 Minuten nachgeschaltet. Das hat er einfach gebraucht. Das ist ein sehr schwerer, großer Kuchen. Und den nehme ich jetzt einfach aus der Form heraus. Das geht ganz einfach mit dem Papier. Ich werde ihn jetzt aber noch nicht anschneiden. Wir lassen den schön auskühlen. Aber schaut mal, er ist wunderbar. Ganz locker, luftig. Ganz ein toller Kuchen ist es. Und einmal ein einfacher Kuchen. Dem werden wir dann noch eine Zitronenglasur verpassen. Und zwar habe ich da einfach Staubzucker mit etwas Zitronensaft. Das verrühren wir da einmal. Und erst wirklich, wenn er ausgekühlt ist, dann werden wir das drüber geben, diese Zitronenglasur. Weil so würde uns das Ganze ja wieder einfach herunterrinnen, heruntertropfen. Ja, meine Lieben, das war es eigentlich schon mit unserem Sandkuchen mit Riebisseln. Einfach, schnell, lecker. Mehr braucht man dazu nicht sagen. Vielleicht habt ihr Lust und macht es noch. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und gutes Gelingen. Bis zum nächsten Mal.